Grüezi miteinander. Herzlich willkommen im Wasserschloss Hagewil. Ich bin Andi Angern, der Gastgeber. Wir verwöhnen unsere Gäste gerne mit Produkten aus der nächsten Umgebung. Und einen von unseren Produzenten gehen wir jetzt besuchen. Mein Name ist Alfons Angern. Ich bewirtschafte hier seit 1982 den Rebberg, der gute Hektar gross ist. Da haben wir bis 1900 haben wir hier Reben gehabt, und zwar 600 Jahre lang sind an dem Hang Reben gewesen. Und im Jahr 1900 ist ja dann die sogenannte Reblaus gekommen und hat die Rebberge zerstört. Und im 1982 bin ich aufs Mal auf die glorreiche Idee gekommen, wir könnten auch wieder mal Reben machen hier. Und dann haben wir das in Angriff genommen. Wir haben heute zwei Sorten, das ist Müller-Thurgau und Blauburgunder. Das sind zwei Sorten, die im Thurgau vorwiegend angepflanzt werden. Wir machen von diesen zwei Sorten verschiedene Weine. Zum Beispiel einen weissen Müller-Thurgau, einen trockenen. Und dann machen wir noch einen lieblichen. Dann aus dem Blauburgunder machen wir noch einen Rosé. Der gewöhnliche Blauburgunder. Und wenn wir ein ganz gutes Jahr haben von um die 95 Göchsli rum, dann nachher gibt es noch einen Barrique. Das ist quasi die Krönung des Weins. Den Rebberg bewirtschaften wir nach der IP-Linie bewirtschaften. Und das macht Spass. In den Reben arbeiten, das ist immer fast wie ein Vergnügen. Wenn man so sieht, wie die Reben anwachsen und im Herbst, wenn man es pflücken kann und das Werk sieht, was man das ganze Jahr geleistet hat, dann ist das eine wahnsinnige Befriedigung für einen Winzer.